Ja, Frage zur anderen politischen Seite derzeit in den USA. Trumps Vize G.D. Vance hat ja erklärt, dass er von dem unsouveränen Auftreten Deutschlands verunsichert oder überrascht ist und hat die Deutschland als Klientelstaat bezeichnet. Da würde mich nur interessieren, teilt denn die Bundesregierung diese Einschätzung? Das kommentieren wir nicht. J.D. Ich versuche es trotzdem noch mal. Was für Maßnahmen plant denn die Bundesregierung bei einem Wahlsieg von Trump, um seinen Vize davon zu überzeugen, dass Deutschland kein Klientelstaat ist? Wir bereiten uns auf alle Eventualitäten vor und müssen das hier aber nicht näher ausführen. Das hatte ich ja eben schon zweimal gesagt. Aber auch gerne noch mal für Sie. Herr Jessen. Und dann